Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zu einem neuen Review von mir. Und zwar geht es heute um diesen Kampfpanzerwagen 4 von der Wehrmacht. Ja, oder von Sembo-Block. Genau. Das ist nämlich ein sehr, sehr cooles Set von Sembo und war auch echt günstig für circa, lass mich nicht lügen, 9 bis 14 Euro oder sowas. Und dafür so einen geilen Panzer zu bekommen, ist doch schon nice. Warum der so günstig ist und solche Geschichten, dazu komme ich gleich zu. Erstmal noch ein paar Eckdaten zu diesem Panzer. Und zwar ist das halt dieser Medium Tank von der Wehrmacht, der im Zweiten Weltkrieg eigentlich am meisten gebaut wurde. Ich meine, es waren um die 8000 bis 8500 wurden hergestellt. Was relativ viel ist für deutsche Panzer. Deutsche Panzer wurden ja relativ wenig hergestellt, weil die so aufwendig zu produzieren waren. Da ging es halt um die Technik und nicht um die Masse wie bei der USA. Und das ist jetzt auch leider die Variante mit dem kurzen Lauf. Also das ist noch die kleine Kanone hier. Der wurde aber eigentlich dann später aufgerüstet zu einer 75mm Kanone. Die kam dann, um gegen die anderen Panzer zu kämpfen, weil ursprünglich war dieser Panzer konzipiert für Infanterieunterstützung, wie ursprünglich auch der Sherman. Das ist halt so ein typischer Medium-Tank. Genau. Ja, was kann man sonst noch sagen? Der ist tatsächlich diesmal mit einem 12-Zylinder Maybach bestückt. Kann man jetzt hier nicht so viel von sehen, sage ich mal. Aber der hatte so um die 300 PS unter der Haube. Der war ja auch nicht der schwerste Panzer. Der wiegt nämlich nur 25 Tonnen. Das ist sogar leichter als ein Sherman. Ganz genau. Aber er war besser gepanzert als ein Sherman. Nämlich teilweise bis 80 mm. Und die Shermans gingen, glaube ich, nur bis 70 mm. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, korrigiert mich gerne. Ja. Okay, kommen wir doch mal erstmal zu der Anleitung. Ich glaube, wir hatten auch noch kein Sembo-Set auf diesem Kanal. Deswegen gibt es auf jeden Fall erstmal die Anleitung. Die übrigens sehr cool ist. Also sieht sehr vielversprechend hier schon auf dem Bild aus. Ist dann wieder irgend so eine Serie hier. Empires of Steel. Viele chinesische Zeichen, weil ist halt auch ein chinesischer Hersteller, wie wir das so kennen. Auf dem Bild hier ist die absolute Stickerseuche dargestellt. Wie wir sehen können, habe ich nicht wirklich Sticker angebracht. Ich habe, glaube ich, eigentlich nur 3 Stück aufgeklebt. Und zwar nur hier dieses Gitter, weil ich das ganz nett fand. Also für die Motorabdeckung hinten. Und hier oben, das war der dümmste Sticker aller Zeiten, das ist nämlich ein schwarzer Stein, wo ein transparenter Aufkleber mit schwarzem Druck drauf ist. Also der macht gar keinen Sinn, dieser Aufkleber. Keine Ahnung, warum es den gibt. Ich hatte gehofft, man sieht davon was, aber wie man sieht, sieht man nichts. Genau. Und außerdem fand ich halt, er sieht viel, viel schöner aus, ohne diese ganze Stickerseuche. Aber das ist ja Geschmackssache. Das ist halt der Vorteil an Aufklebern. Man kann es sich selbst aussuchen, ob man den mit Stickern vollkleistert oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Was würdet ihr machen? Erzählt es mir. Ja, aber an sich, die Anleitung ist super verständlich. Also ich hatte hier keine Probleme. Hier steht auch ständig immer Sticker anbringen und oh mein Gott, nee, da hatte ich schon echt keinen Bock mehr drauf. Diese ganzen Scheißaufkleber. Aber Anleitung war gar kein Problem. Alles in Ordnung, alles verständlich. Wie wir sehen, sind hier noch die ganzen Figuren dabei. Die sind extremst qualitativ gut. Also die Sembo-Figuren sind sehr, sehr cool. Mega authentisch, super Druckqualität auf Füßen, Armen, Beinen. Ich zeige die jetzt hier nur gerade nicht, weil ich halt generell irgendwie keine Minifiguren wirklich zeige aus den Sets. Ich hoffe, das ist nicht so dramatisch. Ich benutze eigentlich ja nur die Modelle und zeige dann gegebenenfalls noch den Größenvergleich zu irgendwie einer Figur, die ich hier stehen habe. Ja, das machen wir auch jetzt. Hier haben wir wieder eine Figur, meine obligatorische Quan-Guan-Figur.
steht jetzt hier neben dem Panzer 4. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Also die Größenverhältnisse sind mal wieder top. Das passt doch wunderbar. Das kann ich jetzt auch mal direkt mit den Funktionen dieses Panzers kombinieren. Und zwar haben wir nämlich eigentlich drei Funktionen, würde ich sagen. Okay, vier. Vielleicht vier. Wir haben natürlich die Bewegung des... das kann man auch runterdrehen, dann gibt es hier auch mehr Bewegung. Wir haben natürlich den Turm. Der lässt sich eigentlich ganz gut bewegen. Der bleibt manchmal so hängen an so ein paar Ecken, aber ist kein Problem. Der Turm sieht designtechnisch super aus. Also ich finde, das sieht 1:1 aus wie ein Panzer IV-Turm. Also sehr schön. Vorne geht so, ne? Ist jetzt nicht das Schönste. Aber es ist immer noch authentisch. Also auch von oben. Der hat echt eine gute Form. Genau. Die Funktionen sind nämlich diese schöne Luke hier oben. Da kann man jemanden reinstellen, wohlbemerkt. Setzen ist ein Problem. Aber selbst das sieht ganz gut aus. Im Zweifel, die meisten würden es wahrscheinlich, wenn sie es sich als Modell hinstellen, irgendeine Person einfach so dort reinsetzen. Das sieht natürlich auch ganz gut aus. Genau. Das war aber auch nicht die einzige Klappe an diesem Panzer. Denn wir haben ja noch hier vorne diese, ich sag jetzt mal Klappen. Eigentlich würde ich sagen, sind das keine Klappen, weil das sieht für mich irgendwie aus wie Zusatzscheinwerfer. Also ich weiß nicht, was würdet ihr dazu sagen? Für mich sieht das aus wie Scheinwerfer, weil hier diese Scheinwerfer ja auch genauso aussehen irgendwie. Aber was natürlich Sinn machen würde, wäre, wenn das tatsächlich die Klappen angedeutet sind, weil hier geht es auch in den Innenraum des Panzers, wenn man das aufmacht. Ich weiß nicht, warum diese Dinger da drauf sind. Ich hätte es jetzt verstanden als Andeutung hier. Manchmal reicht es ja, die anzudeuten, die Luken, ne? Wenn es von dem Maßstab nicht so perfekt machbar ist. Gar kein Problem. Also kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Nicht schlimm. Ja, und dann natürlich noch diese super geniale Luke hier hinten, die ich leider nicht so ganz verstehe, weil hier ist kein Motor drin. Da kann man einfach, könnte man jemanden reinstellen sozusagen. Also da passt halt wirklich so eine Figur rein. Komplett. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, weil das ist ja eigentlich, hier hinten ist ja der Motor. Das ist ja die Engine. Egal. Das ist halt so ein kleines Ding. Naja, nicht schlimm. Extrem cool ist dieser ganze Unterbau. Der ist erstmal ganz schön verkleidet. Und wir haben ein federndes Fahrwerk. Lustigerweise dreht sich hier gerade nichts. Das ist nämlich ein Problem dieses Sets. Und zwar sind die Ketten extrem schwierig zu bewegen. Also so gut wie gar nicht. Boah, die klemmen halt echt. Das ist alles sehr eng hier mit dem Fahrwerk. Und die klemmen halt echt an jeder Ecke fest. Das ist sehr, sehr krass. Wenn man es dann aber schaffen würde, dass sie sich mal besser bewegen, dann sieht man hier, egal wo ich hindrücke, federt diese Konstruktion mit. Das heißt, wenn hier ein Hindernis ist, wenn hier ein Hindernis ist, wird an der Stelle gefedert. Wenn das Hindernis wandert, wird dort auch gefedert. Also das funktioniert eigentlich ganz cool. Das haben sie sehr cool gelöst. Leider das Unglück dieser Ketten. Also sehr hakelig, sehr, sehr schwierig zu bewegen. Weil das hier oben alles so eng ist. Also vielleicht die falschen Ketten ausgewählt hier in diesem Set. Ich weiß nicht. Irgendwie hätte man da vielleicht dünnere nehmen müssen, die nicht so überall anecken. Das ist ja schon echt die Hölle hier. Also den kannst du auf jeden Fall niemals so bewegen. Da
wird man ewig dran sitzen. Das wird sich nie bewegen. Bleibt auch auf Teppich und so hängen. Also hier, ach, da geht's manchmal. Aber nur mit Kraft und Motivation. Ist schon schwierig. Aber hier sieht man, wie das federt. Das ist schon cool. Das sieht manchmal sehr, sehr nice aus, wenn da ein Hindernis ist. Genau. Also das ist schon recht cool gemacht. Hat auch die richtige Anzahl an Laufrollen, meine ich. 2, 4, 6, 8. Genau. Ich glaube, hinten ist beim Panzer 4 eigentlich das Zahnrad etwas größer. Also das ist nicht so gut getroffen. Das ist ein bisschen klein. Ich hätte das mehr als so ein größeres, hätte ich es mir gewünscht. Ja. Nette, viele Details. Ziemlich, ziemlich cool. Ich finde den super. Also das Modell ist super schön. Also der ist wirklich gut getroffen. Das ist natürlich falsch. Das ist eigentlich so. Das ist nämlich der Auspuff. Auch in so schönen Silberteilen. Die sind auch sehr cool. Also der gefällt mir an sich wirklich sehr gut. Auch noch diese große Antenne. Die finde ich auch noch ganz nett. Einfach als Detail. Das ist wirklich ein schöner Panzer 4. Ja. Tja, Fazit. Fazit ist eigentlich schlecht zum Bespielen anhand der Ketten. Also, ja, nicht jeder will den immer unbedingt irgendwo rumrollen, aber das funktioniert halt manchmal gar nicht und das ist sehr schade. Ja, liegt aber natürlich an den Preisen, die ich am Anfang angesprochen habe. Dieses Set ist super günstig. Wenn ich jetzt überlege, wie ich einen Panzer 4 in diesem Maßstab bekomme. Also das sind ja wirklich diese passenden 1 zu 33 circa, 1 zu 35, sowas. Da muss ich enorm viel Kohle blättern. Auch wenn es ein chinesischer Hersteller ist. Kosten die teilweise 35 Euro, diese geklauten Mocs da von Brick Mania und so. Und von Brick Mania ist ja unfassbar teuer ein Panzer 4. Also, und dafür ist der der Hammer. Also für Hinstellen, für Stop-Motion auch, weil bei Stop-Motion kann man ja immer einfach die Zahnräder bewegen, so Frame by Frame. Und das funktioniert dann. Also habe ich ja auch benutzt, für Stop-Motion kein Problem. Und der Turm bewegt sich ja auch, alles in Ordnung. Alles gut. Ja, Fazit ist also Stop-Motion und Diorama wunderbar. Auch die Figuren 1A, also die Figuren lohnen sich mega. Allein für das Geld sind die Figuren schon wert, was dieser Panzer kostet. Ist der Hammer. Ja, nur Bespielbarkeit ist jetzt vielleicht nicht der Hammer. Aber sonst, klare Empfehlung, lohnt sich, ist ein sehr, sehr geiles Set. Ja, das war's dann von mir. Viel Spaß mit dem Set, falls ihr es euch besorgt. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein neues Video von mir.